Was ich jetzt in Java machen kann, ist einen sogenannten Parameter zu benutzen. Und hier führe ich schon mal die Lösung an. Ich schreibe nämlich diesen lokale Variable Zahl nicht als erste Anweisung in den Rumpf, sondern schreibe sie in die runden Klammern, die dem Prozedur- oder Funktionsnamen folgen. Jetzt kann ich halt den Rumpf so beibehalten und der Rumpf sieht genauso aus wie bisher. Der einzige Unterschied, wir gehen nochmal zurück,